Wie hier in Thüringen passiert es gerade überall in Deutschland. Fichtenbestände werden kahlgeschlagen. In den letzten Dürrejahren sind 500.000 Hektar Wald vertrocknet. Wir haben ja lange gedacht, der Klimawandel, das wird mehr so eine allmähliche Entwicklung, vielleicht auch eher wie so ein Dimmer an der Stehlampe, aber es ist tatsächlich eher so ein Kippschalter. Es zeigt sich gerade, wie wichtig Bäume für das Klima sind. Gleichzeitig wird ihr Holz als nachwachsender Rohstoff gebraucht. Wenn doch jetzt der Befund ist, der Wald ist geschwächt, gerade die genutzten Wälder, die stark beernteten Wälder schwächeln, wie können wir jetzt auf die Idee kommen, mehr Holz haben zu wollen? Bislang war die Holzausbeute einziger ökonomischer Gewinn für die Waldbauern. Jetzt sollen auch andere Leistungen des Waldes honoriert werden. Alle, die hier leben, müssen den Wald genießen können. Aber allen muss auch klar sein, dass kein Gut umsonst ist. Schadholzaufarbeitung nennt sich das im Fachjargon. Hier bei Leutenberg ist der Borkenkäferbefall gerade am höchsten in Thüringen. Erst im Spätsommer kam der Schädling hierher. Wir hatten gute Niederschläge dieses Jahr. Die Bäume hatten eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Aber gegen diesen massiven Befall hat kein Baum eine Chance. Der Borkenkäfer hatte leichtes Spiel. Baum an Baum, Fichte in Reinkultur. 3 Jahre Trockenheit. Sie haben den Flachwurzlern, die viel Wasser brauchen, den Rest gegeben. Etwa 100 Jahre alt sind die Bäume hier. Das ist wirklich eine Katastrophe für uns auch. Da schmerzt auch einfach das Försterherz. Also das können, wir können auch ganz, ganz schwer das eigentlich alle verkraften, muss man auch sagen. Das ist auch eine psychische Belastung für viele Kollegen, weil ja viele hier auch Jahrzehnte gearbeitet haben. Und das ist ihr Lebenswerk und das wird jetzt hier komplett aufgefressen. Das tut natürlich massiv weh. Katharina Pietzko betreut als Leiterin des Forstamtes Schleiz mit ihren Kollegen 35.000 Hektar, auch privaten Wald wie diesen. Die Bäume müssen gefällt werden, weil die Schädlinge hier überwintern können. Für den Waldbesitzer ist das nur kurzfristig ein Geschäft, perspektivisch ein Riesenverlust. Das Problem ist der Kahlschlag, der eigentlich per Thüringer Waldgesetz verboten ist und den auch niemand will. Wenn die Bäume nicht mehr da sind, wird der Boden austrocknen. Man hat im Zweifel wirklich Erosionseffekte und eine Bodenverschlechterung. Und ja, also dass es dann auch wieder Wald ist, ist dann wirklich auch dem Geschick des Försters zu verdanken. Der Wald in Thüringen besteht zu 40% aus Fichten. Seit Jahrzehnten werden sie verarbeitet zu Dachstühlen, Holzpaletten, Holzhackschnitzeln. Kein anderer Baum kann das Holz der Fichte derzeit ersetzen. Wie stark die Auswirkungen des Fichtensterbens überall sind, bestätigt auch Andreas Bolte vom Thünen-Institut für Waldökosysteme. Nach den Extremjahren 2018, 19, 20 haben wir tatsächlich im Moment eine relativ kritische Situation. Wir sehen das auch an den Daten oder Ergebnissen der Waldzustandserhebung. Das Thünen-Institut in Brandenburg hat als Bundesinstitut alle Daten zum Zustand des Waldes. Die Zahlen aus den letzten Erhebungen hochgerechnet, wird es in 25 Jahren so gut wie keine Fichten mehr geben. Das ist schon eine Zäsur, weil einfach die Fichte als Wirtschaftsbaumart und wirklich auch mit Abstand häufigste Baumart in Deutschland tatsächlich zukünftig nicht mehr die Rolle spielen wird. Die Hälfte des genutzten Holzes in Deutschland stammte aber bislang von Fichten. Noch sind genug da, aber was wird, wenn das Holz künftig fehlt? Mit abgestorbenen Fichtenbeständen kann man anders umgehen. Auch Dietrich Mehl hat im nördlichen Brandenburg mit Borkenkäferbefall zu tun. Aber der Oberförster lässt fast alle Fichten stehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man irgendwann vielleicht mal einen Schlussstrich ziehen muss. Weil wenn wir immer weiter diesen Dingen hinterherlaufen, entstehen immer größere Kahlflächen, immer mehr Bereiche, die in der Sonne stehen und die Angriffspunkte für den Borkenkäfer auch bieten. Bleiben die Bäume stehen, spenden sie Schatten und Feuchtigkeit. Irgendwann fallen sie um und werden zu Totholz, zu Nährstoffen. Dietrich Mehl betreut 22.000 Hektar im Landesforst. Auch viele Buchen waren in den letzten Hitzesommern sehr betroffen. Bislang ist unklar, warum die eine Buche stirbt und die andere nicht.
Dietrich Mehl hat eine mögliche Antwort. Sie hat ganz besonders dann gelitten, wenn sie sehr frei gestanden hat, sodass wir sie hier versuchen, auch sehr dicht zu halten. Während mancher Förster die absterbenden Bäume herausgeholt hätte, um das Holz zu verwerten, tat Dietrich Mehl das Gegenteil. Und wir gehen jetzt so vor, dass wir nur sehr, sehr behutsam in diesen Wald eingreifen, mit ganz geringen Mengen vielleicht das ein oder andere Holz hier entnehmen, um dem Wald also immer auch Zeit zu geben, sich anzupassen. In Naturschutzwäldern wie dem Biosphärenreservat Schorfheide darf weniger eingeschlagen werden als in einem ungeschützten Wald. Mehl erntet sogar noch weniger, als er dürfte. Und trotzdem ist es für ihn und den Landesforst wirtschaftlich vertretbar. Am Ende staunt man, was dann doch möglich ist, auch an Holzernte, ohne dass man diese Dinge, also Naturschutzaspekte, verletzt. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt für die ganz allgemeine Diskussion im Umgang mit Buchenwäldern. Auch wissenschaftlich kann überprüft werden, wie sich das Lichten von Wäldern auswirkt. Pierre Ibisch und Jeanette Blumröder von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung beobachten das seit 5 Jahren. Die Messreihen zeigen Temperaturunterschiede, besonders im Sommer. Und sehe hier zum Beispiel, dass hier auf der Freifläche die Temperaturen über 40 Grad waren, bis ca. 43 Grad. Und im beschlossenen Bestand waren sie immer unter 35 Grad geblieben. Je mehr Bäume man rausnimmt, umso heißer wird das Waldmikroklima. Auf so einer Fläche, wo ein ganzer Fichtenwald kahlgeschlagen ist, haben kleine Bäume dann kaum eine Chance. Wie diese Douglasie. Ah, da. Nicht? So sieht's dann aus. Die waren natürlich in Reihen gepflanzt, in regelmäßigen Abständen. Und wie viel Prozent werden jetzt überlebt haben? Ich denke, weniger als 10% der Bäume. Die abgestorbenen Fichten liegen lassen, damit der Boden sich erholen kann. Das hätte sich Pierre Ibisch gewünscht. Für private Waldbesitzer, die vom Holz leben, ist das meist keine Option. Ein ganzes Stück südlicher in Sachsen-Anhalt. Franz Prinz zu Salm-Salm kann solche Anblicke kaum aushalten. Kiefern zu DDR-Zeiten gepflanzt, in 50 Jahren herangewachsen. Bestes Holz, das der zuständige Besitzer einfach liegen lässt. Dieser Wald, das ist ein schlicht absterbender Kiefernwald gewesen, der nicht unterhalten wird. Und da wird nicht mal der Waldumbau gemacht, der notwendig ist. Das ist schlicht ein Kollaps. Und das kann man sich leisten, wenn es halt keine Lebewesen sonst gibt, die auf den Wald angewiesen sind. Aber selbst die Menschen sind eben auf den Wald angewiesen, weil wir brauchen das Holz. Und von daher ist das für mich eine Verschwendung. Franz Prinz zu Salm-Salm gehören 856 Hektar in der Dübener Heide. Seit 20 Jahren hat er den vor allem aus Kiefernmonokulturen bestehenden Wald umgebaut. Diese Veränderungen kann man auf Forsteinrichtungskarten sehen. Die erste davon aus DDR-Zeiten. Die älteste ist hier drüben diese Karte. Da ist sehr viel braun, das ist die Kiefer. Damals war in dem Betrieb hier zu fast 90% alles mit Kiefer im Jahr 1982. Und dann sehen Sie, wie im nächsten Schritt im Jahr 2003, das ist 20 Jahre später, hier ein neuer Grünton beigemischt wird. Das ist die Douglasie und immer mehr Buche kommt. 2013, also noch mal 10 Jahre später, sehen Sie plötzlich hier ganz rote Flächen, da ist Roteiche drin. Die Karte wird immer bunter. Wir sind auf dem Weg zum Mischwald. Damit ist sein Wald so, wie er künftig vielerorts aussehen soll. Bunt gemischt mit Beständen unterschiedlichen Alters. Das hat Franz Salm erreicht, indem er die Kiefern gelichtet hat, sodass darunter vor allem Buchen von allein wachsen. Klimawandel bedeutet Waldumbau. Der Begriff Wandel und der Begriff Umbau bedingen ja einander. Und dafür brauchen sie aktive Waldbauern. Nicht Leute, die, ich sag mal, der Graf schläft und der Wald wächst machen, sondern Leute, die aktiv auf der Fläche sind. Das heißt für Franz Salm auch, Bäume zu pflanzen. Weil der Klimawandel schneller kommt, als sich der Wald anpassen kann. Douglasien haben ein gutes Holz und sind hitzeunempfindlich. Vom Bundesamt für Naturschutz
ist der nordamerikanische Baum im Mischwald zwar erlaubt, aber als gebietsfremde Art umstritten. Wenn eine Art hier in unserer Region dauern kann und zeigt, dass sie wachsen möchte, und solange sie nicht alle anderen Arten ausrottet, dann nehme ich die doch mit. Entschuldigung, wir essen Mais, wir essen Kartoffeln, wir essen Zucchini. Das sind alles keine Pflanzen, die ursprünglich aus Deutschland kommen. Ja. Douglasien werden derzeit vielerorts angepflanzt, in der Hoffnung, sie mögen die neuen Fichten werden. Aber auch die Douglasie toleriert Trockenheit nicht gut. Lieber auf das konzentrieren, was da ist, meint Pierre Ibisch. Das bedeutet, solange das doch geht, der Wald uns das noch zeigt, da auch jetzt nicht in die ökosystemaren Prozesse reinfuschen und von allen Erdteilen irgendwie Bäume holen, die es dann vermeintlich besser packen sollen, sondern wirklich aufs Fundament achten des Ganzen. Das ist im Moment mal der Boden, ja, der hat die Nährstoffe, der speichert das Wasser und da sind die Mikroorganismen und Pilze, die mit den Bäumen zusammenarbeiten und das System widerstandsfähiger machen. Das ist im Moment das Allerwichtigste. Denn der Wald werde in den nächsten Jahrzehnten dringend gebraucht, die Landschaft zu kühlen, meint Pierre Ibisch. Damit er das kann, solle er in Ruhe gelassen werden. Wir haben jetzt eine Phase anhaltender und gegebenenfalls sich beschleunigender Erwärmung, Erhitzung und Austrocknung. Und das wird, wenn wir das nicht zum Halten kriegen, und das muss außerhalb der Forstwirtschaft passieren, dieses Halten kriegen, das ist Klimaschutz. Wenn wir das nicht zum Halten kriegen, in vielen Teilen Deutschlands bedeuten, dass es keinen Wald mehr geben wird am Ende des Jahrhunderts. Der Wald kann selbst am besten auf die klimatischen Veränderungen reagieren, sagen Naturschützer. Wir müssen den Wald mit klimaresistenten Bäumen umbauen, sagen die Forstwirtschaftler. Auch, um weiterhin genug Holz zu haben. Auf dem Schneekopf bei Oberhof in Thüringen. Überall im nebligen Fichtenwald in fast 1000 Metern Höhe helfen Menschen, den Wald umzubauen. Unter den Fichten pflanzen sie Weißtannen und Lärchen. Generationen für den Wald. Die Fichtenmonokultur entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Hänge auch damals wegen des Borkenkäfers kahl waren. Nun soll der Wald hier nicht nur mit Nadelbäumen, sondern auch mit Buche, Ahorn und Eberesche ergänzt werden. So der Plan des Forschungszentrums von Thüringen Forst. Auf die Weißtanne setzt es große Hoffnung. Sie war hier früher heimisch, ist aber vor ungefähr 200 Jahren verloren gegangen. In der Forschungsstation überzeugen schon die 3 Jahre alten Pflänzchen als künftige Klimabäume. Das Erste, was die Weißtanne macht, ist nach unten zu wachsen, weil sie ahnt, dass es irgendwann mal schlechter wird. Ich krieg die gar nicht mehr raus. Nee. Die ist so tief drinne. Doch, jetzt. Also, das ist das, was nach oben wächst ungefähr und mehr als doppelt so tief geht die erstmal in die Tiefe. Und das geht die nächsten Jahre noch so. Und deswegen ist die Weißtanne, die hat eine super Pfahlwurzel, die geht eben in die Tiefe. Die ist viel stabiler als die Fichte, kommt damit in Trockenperioden noch besser an tiefer liegendes Wasser ran, ist sturmfester und damit eigentlich eine ideale Mischbaumart. Bei der Auswahl von klimaresilienten Bäumen testen Forscher auch unterschiedliche genetische Varianten der Weißtanne. Die haben sie in Rumänien gefunden, denn dort hat die Weißtanne die letzten 200 Jahre überlebt. Bewährt hat sich die Tanne aus der rumänischen Region Dobra. Sie treibt sehr spät aus und ist dadurch nicht gefährdet für Spätfröste. Wir hatten letztes Jahr massiven Spätfrost hier, auch im Thüringer Wald, wo uns ganz viel erfroren ist. Und die Weißtanne aus Dobra, aus der Region Dobra, war noch gar nicht ausgetrieben und trieb erst nach dem Spätfrost aus und wuchs trotzdem genauso vital und kräftig. Nicht nur zu den Bäumen hier in über 600 Metern Höhe, sondern auch für die unteren Lagen hat das Forschungszentrum Empfehlungen. Laubbäume, die schon immer da waren. Die Eiche wird als heimische Baumart auch langfristig eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das ergänzt durch Linden, durch Hainbuche, durch die Sorbusarten, also Arten wie Speierling, Mehlbeere,
Edellaubholzarten noch anderer Art, die Elsbeere ganz wichtig und die Ahornarten. Alle 10 Jahre wird der Wald vermessen. Bei der Bundeswaldinventur. Auch jetzt gerade. Forstangestellte erfassen an 60.000 Stellen, wie es dem Wald geht. Ergebnisse gibt es zwar erst 2024. Aber Andreas Bolte vom Thünen-Institut sieht schon eine Tendenz. In den letzten Jahren könnte zu viel Holz aus dem Wald genommen worden sein. Es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass wir tatsächlich im Grunde eigentlich ungefähr auf ein Gleichgewicht geben zwischen Zuwachs und Nutzung und Absterbevolumen. Aber das muss man einfach dann schauen. Also das bedeutet am Ende, wenn das so wäre, dass die Wälder tatsächlich dann keine Kohlenstoffsenke mehr gewesen wären in den letzten Jahren, sondern tatsächlich eine Quelle geworden wären. Wälder speichern Kohlenstoff und werden deswegen als Senke bezeichnet. In Deutschland entziehen sie der Atmosphäre rund 11 Milliarden Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Geht Wald verloren, wird Kohlendioxid freigesetzt. Bei der letzten Inventur blieb mehr Holz im Wald. Von 122 Millionen Kubikmeter jährlich gewachsenem Holz wurden 76 Millionen genutzt. Durch Schäden schieden 30 Millionen aus. 16 Millionen Kubikmeter konnten pro Jahr als Vorrat angelegt werden. Allein dieser Zuwachs kompensierte jährlich rund 7% der Treibhausgasemissionen. Dass die Wälder wieder Kohlenstoffspeicher werden und damit helfen, die Klimaschutzziele zu erreichen, will die neue Regierung mit naturnaher Waldbewirtschaftung erreichen. Angefangen von der Naturverjüngung über die Etablierung von guten Mischwaldbeständen, die eben nicht nur auf eine Baumart setzen, sondern einen guten Mix darstellen, auf eine dann naturschonende Entnahme von Holz, natürlich keine Kahlschläge. Und auf der anderen Seite gehört es für mich zur Stärkung der Wälder auch dazu, dass man diese Naturwaldflächen einrichtet, weil genau dort sich wir ja auch sehen, wie der Wald reagiert auf den Klimawandel und lernen können. Naturwaldflächen meint, bestimmte Wälder nicht mehr zu bewirtschaften. Auch alte Buchenwälder sollen laut Koalitionsvertrag stillgelegt werden. Wie das gelingt, entscheiden die Länder mit. Ihnen gehören fast 30% des Waldes in Deutschland. Dietrich Mehl hat solche alten Buchenwälder. Die will er schützen, ohne die Wirtschaft auf Null zu setzen. Solche Prachtexemplare wachsen in seinen Wäldern. Unsere Hoffnung ist schon die, dass wir vielleicht auch perspektivisch gedacht mit solchem Holz ein paar hundert Euro auf dem Festmeter verdienen können. Die Buche ist mit etwa 150 Jahren älter, als sie üblicherweise werden darf. Alte Bäume gehören für Dietrich Mehl einfach zum Wald dazu. Inakzeptabel dagegen ist für ihn, sie in ihrer forstwirtschaftlich vorgegebenen Zielstärke zu fällen. Naja, wir ernten dann ja immer noch Jugendliche oder junge Erwachsene, wenn wir die Bäume nur bis eine Buche bis 60 Zentimeter, die ist bei uns keine 100 Jahre alt. Der Landesförster hat immer zuerst das Ökosystem Wald im Blick und erst dann den Holzbedarf. Und er denkt in Jahrzehnten. Ja, also ich denke, dass auch solche Bäume wichtig sind. Die haben vielleicht jetzt keinen hohen Wert bezüglich einer perspektivischen Holzverwendung. Aber sie haben eine große ökologische Funktion. Sie sorgen für Schatten, sie sorgen für Windruhe, sie sorgen für Feuchtigkeit. Ob wir an dieser Stelle dann irgendwann mal was anderes tun und den vielleicht auch entnehmen, um auch Bäume herzupflanzen oder die Natur macht das, das ist eine Entscheidung, die vielleicht erst in vielen Jahrzehnten ansteht. Im Moment ist uns aber wichtig, dass es diese Bäume überhaupt gibt und dass die ihre Funktionen tatsächlich auch erfüllen können.
So lässt Dietrich Mehl Linden, Ulmen und Hainbuchen wachsen, obwohl die Holzwirtschaft fast nur Nadelholz haben will. Aber wer weiß schon, welches Holz einmal gebraucht wird. Bei der Ernte kommen hier Holzrücker Dietrich Weserau und Bonnie zum Einsatz. Sie ziehen die Bäume aus dem Wald. Denn im Naturschutzgebiet sind nur alle 40 Meter Rückegassen erlaubt, nicht wie sonst alle 20 Meter. Und in diesen Zwischenräumen setzen wir insbesondere auch Pferde ein, damit die das Holz an einen Bereich bringen, der dann von der Maschine erreicht werden kann, um das Holz dann aus dem Wald zu transportieren. Schwere Maschinen können den Waldboden verdichten und Funktionen wie Wasserspeicherung auf Dauer zerstören. Auch die Bundesregierung möchte deswegen die Arbeit mit Rückepferden fördern. Ohne Erntemaschinen jedoch wären 80.000 Festmeter Holz jährlich in dem Landeswald gar nicht machbar. Sich Ökologie zu leisten, ist für Mehl jedoch kein Luxus, sondern Fundament funktionierender Waldwirtschaft. Ich glaube, dass wir nur ökonomisch erfolgreich sein können, wenn unsere Wälder ökologisch gesund sind. Und das zeigt der Klimawandel ganz massiv, wie wichtig das ist. Für die privaten Besitzer ist die Rechnung schwieriger. Ihnen gehört fast die Hälfte des deutschen Waldes. Per Gesetz müssen sie ihren Wald für die Öffentlichkeit zugänglich machen, erhalten und verwerten. Verbunden sind damit Kosten wie Zaunbau, um die jungen Bäume vor dem Rotwild zu schützen. Also ein Zaun kostet den Hektar 10.000 Euro in Auf- und Abbau. Sie müssen ihn dicht halten, der ist es zum Beispiel nicht mehr, da sehen Sie es, da ist ein Loch im Zaun. Das heißt, wir müssen diese Zäune kontrollieren, sonst sind sie das Geld nicht wert. Personalkosten, Versicherungen, Bäume pflanzen. Waldbesitz kostet und nur das Holz bringt Geld. Reich am Wald werden andere, die mit Zugang zu den globalen Märkten. Jetzt, wie die Schäden da waren, 2018/19, nur 30% des üblichen Erlöses hatten, damit nicht mehr kostendeckend arbeiten konnten. Wo wir wussten, dass ein Kubikmeter gesägtes Holz aus Rottleberode für 1.000 Euro in die USA verschifft worden ist. Und wir bekamen hier keine 30 Euro für die Hölzer, die wir abgegeben haben. Das ist dann bitter. Ein regionaler Markt, Preisbindungen. Es gibt viele Ideen, wie man das Waldbauen lukrativer machen könnte. Gesellschaftlich gibt es nur wenig Unterstützung, ärgert sich Prinz Franz zu Salm. Obwohl alle vom Wald profitieren, weil er Erholung bietet und Natur und Klima schützt. Die Bundesrepublik vereinnahmt ein CO2-Entgelt zurzeit. Ja, der Wald ist die größte CO2-Senkung mit 14,1%. Durch den Wald respektive durch Holz als Substitut für Metall und Beton. Und wenn das der Fall ist, warum vereinnahmt der Staat das Geld, ohne es bei den Waldbauern wieder abzuliefern, damit die den Waldumbau im Klimawandel bewältigen können. Das wäre eigentlich logisch. Das wird sich nun ändern. Bis zum Sommer 2022 will die Koalition ein Gesetz vorlegen, das den Arten- und Klimaschutz im Wald honoriert. Die Frage ist noch wie. Welcher Wald ist wirklich ein CO2-Speicher und nicht eine Quelle, weil gerade abgeholzt? Wie dicht muss ein Wald sein, um Boden und Wasser zu schützen? Wichtig ist, dass das Honorierungssystem ja nicht einfach eine Flächenprämie sein soll für Waldbesitz, sondern die Waldbesitzenden dazu animieren soll, besondere Leistungen im Bereich der Biodiversität und des Klimaschutzes durchzuführen. Und da sind wir jetzt im Moment in einem Diskussionsprozess, welche Leistungen wir darunter fassen wollen und welcher Betrag dann auch für welche Leistungen angemessen ist. Und dann soll das ganze System auch noch in irgendeiner Form kontrollierbar sein und kein Bürokratiemonster. Einfach umsetzbar wäre die Honorierung möglicherweise, von ganz weit weg. An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung visualisiert Charlotte Gohr Satellitendaten von NASA und ESA. Damit sieht sie Veränderungen im Wald, etwa zwischen 2018 und 2020 im Harz. Die roten Gebiete sind tatsächlich Gebiete, in denen es zu Waldverlust gekommen ist.
Wenn vorher ein hoher NDVI-Wert war und jetzt 2020 ein niedriger, dann kann man davon ausgehen, ohne auf der Fläche gewesen zu sein, auf Basis der Satellitendaten, dass es hier zu Waldverlust gekommen ist. NDVI bezeichnet die Grünheit oder Vitalität. Sie kann durch die Lichtreflexion an der Vegetation gemessen werden. Auch Temperaturdaten lassen sich darstellen. Satellitendaten könnten eine kostengünstige und transparente Grundlage sein für die künftige Honorierung von Waldbesitz. Das lässt sich entsprechend quantifizieren, nicht? Wo man sieht, okay, wo es blau ist, ist es überdurchschnittlich kühl, wo es jetzt gelb ist, ist es überdurchschnittlich heiß. Und das ließe sich umrechnen und in eine Prämie umwandeln für Waldbesitzende, für die das dann ein Anreiz wäre, den Wald so sich entwickeln zu lassen, dass er etwa besonders kühl ist. Genauso lassen sich andere Datensätze benutzen zur Vitalität oder auch zur Strukturvielfalt. Alles das ist heute über Fernerkundung abbildbar. Diese Daten könnten nach Pierre Ibischs Vorstellung auch genutzt werden für einen deutschen Walddienst, ähnlich dem Wetterdienst. Als Frühwarnsystem für Vitalitätsverluste oder Waldbrände. Wir beschäftigen uns viel jetzt mit diesen Daten und gehen entsprechend auch ins Feld, um zu überprüfen, ob wirklich da Realität abgebildet wird. Und das sieht gut aus. Die Temperaturdaten zeigen Pierre Ibisch, wie wichtig ein kühler Wald sein wird in der künftigen Heißzeit. Nur ist der Bedarf an Holz weltweit riesig und steigt. Deutschland ist einer der großen Exporteure von Schnittholz auf dem Weltmarkt. Zwischen 2018 und 2020 hat Deutschland seine Ausfuhr mehr als verdoppelt. Das zeigt sich auch beim Einschlag. Seit der deutschen Wiedervereinigung wurde nie so viel geschlagen wie 2020. Rund 86,1 Millionen Kubikmeter Holz. Grund war das Schadholz, das mehr als die Hälfte davon ausmachte. Nur die Hälfte davon, sagen Ökologen, hält unser Wald aus. Auch perspektivisch, weil Laubbäume länger brauchen, um zu wachsen. Aber im Klimawandel hilft auch, mit Holz zu bauen. Jeder Kubikmeter verbautes Holz speichert eine Tonne CO2 und kann klimaintensive Baustoffe wie Beton ersetzen. Deshalb ist auch die Koalition für eine Holzbauoffensive. Dazu gilt Holz aber auch als erneuerbare Energie. Kleinstfeueranlagen und Pelletheizungen wurden in den letzten Jahrzehnten gefördert. Kraftwerke stellen von Kohle auf Biomasse um. Ob es aber gut ist, Wald zu einem Drittel zu verbrennen, wird zunehmend in Frage gestellt. Da finden ja im Moment auch die Verhandlungen auf europäischer Ebene statt, im Rahmen von RED II, was noch als nachhaltiges Holz quasi gelten kann oder eine nachhaltige Holznutzung. Und es macht absolut keinen Sinn, frisch geschlagenes Holz direkt zu verbrennen. Da ist die EU auf einem guten Weg und den Weg unterstützt Deutschland auch, dass das eben zukünftig keine Nachhaltigkeitszertifizierung mehr bekommt. Genügend Bäume im Wald zu lassen und genügend Holz zu haben, das wird die Herausforderung der Zukunft sein. Funktionieren wird das nur, wenn gesunde Wälder im Fokus stehen. Das hat der Klimawandel gezeigt. Vielleicht ist der Konflikt lösbar, wenn Waldwirtschaft die Naturkreisläufe im Ökosystem stärker berücksichtigt und Monokulturen Mischwald werden. Wenn ein besseres Monitoring mit Verantwortung und kluger Honorierung verbunden ist. Wenn es mehr Möglichkeiten gibt, Laubholz als Bauholz zu nutzen, weil jetzt schon der junge, heranwachsende Wald vor allem aus Laubbäumen besteht. Denn letztlich wollen alle das Gleiche, dass das Ökosystem Wald langfristig funktioniert.